Hallo und willkommen zurück zu Elite Dangerous. Heute geht's los auf die große Reise. Ich habe nämlich das neue Raumschiff fertig, die Last Horizon. Da bin ich zuletzt bei diversen Ingenieure rum, die ist also voll durchgepimpt. Und es geht also nach Colonia. Und wie so üblich bisher, machen wir am Rande von The Bubble noch ein kleiner Zwischenstopp. Und wir gucken uns erstmal grob die Route an, wo es hingehen soll. Und zwar, wir sind momentan, ich bin hier in Arke. Hat der eine Grund, ich war auch hier beim Ingenieur von auch Track Drives drauf zu machen und für alle Sachen beim Interstellar Factor absichere, dass man reines, dass man keine ausstehende Forderungen mir haben. Und ich habe das erste Ziel ist hier. Das ist 58 Epsilon Herkules. In dem System waren wir noch nicht, aber hier gibt es eine Station und da ist dann der letzte Zwischenstopp. So, dann zoome ich mal raus. So, genau. Also hier sieht man quasi schon die ganze blaue Bahn, wo hier sind und auch die grüne neuer hier. Das sind quasi die offizielle Zwischenpunkte vom Colonia Connection Highway. Also mir mache der Anfang hier mit Mammon. Das ist noch bescheidene knapp 1000 Lichtjahre weg. Bis dort an wäre ich relativ gut durchspurte. So nah an der Bubble interessiert es mich eigentlich nicht. So, und ab dann geht's los. Ich wäre allerdings, der nächste Punkt wäre dann dieses schöne System schon in 2000 Lichtjahre Entfernung. Moment, das ist, ich habe mal Bookmarks angelegt, das ist das Hillary Depot. Auch eine Station. Nächstes ist das Admonson Terminal hier und es geht dann immer so weiter. Allerdings wäre ich nicht auf dem einfachen Weg dorthin fliehe, weil das ist quasi, wenn du so willst, ist das, so viel ich das verstehe, die Autobahn oder der Highway nach Colonia. Deshalb auch Connection Highway. Und dort dürfte man relativ wenig entdecken. Sprich, ich wäre oberhalb, unterhalb, links, rechts davon einfach hin, neben der Route hinfliehe und immer an deine Zwischenpunkte Rast mache oder mal das angucke, weil es hier auch Stationen gibt. Und zwar dachte ich mir, dass man, wenn wir in Mammon sind, fliegen wir es erstmal steil nach oben zu diesem Planeten und dann ganz nach oben zu diesem und komplett runter zum Hillary Depot. Das wäre also der erste Plan. Und ja, ich würde sagen, wir starten schon mal. Das wird bestimmt spannend. Gibt bestimmt sehr viele Explorer-Folgen. Aber es gibt ja auch immer Stationen, da die wir uns angucken können. Das ist bestimmt interessant. Ja, sonst, das Raumschiff ist fertig. Ich war trotz der Ingenieur-Bugs, wo es momentan gibt, also die Remote-Ingenieure, die gepinnte Baupläne funktioniert hier momentan überhaupt nicht. Es ging aber, wenn ich direkt bei die Ingenieure geflossen und hab, da muss man nur darauf achten, dass man einen Bauplan auswählt, für den man alle Materialien hat. Hat man irgendwo einer erwischt, bei dem man kein Material mehr hat, dann ging es nicht mehr, dann gab es Softlock. Also muss man wieder tauschen und ja, pipapo. Sprich, ich habe das Ding voll durchgepimpt. Also kurz das Schiff vorstellen. So, die Schubdüsen sind, na, das sind 5er Schubdüsen nur. Dafür sind das Grad 5 mit Track Drives, aggressives Antriebstuning. Soweit gut. Ja, das kann man nicht machen. Der Schildgenerator ist wie gehabt ein verbessertes Niedrigenergieschild und mit Reduktion. Das heißt, er wird da leichter. Der Frameshift-Antrieb, ganz klar, Massmanager und ja, ich glaube Massmanager und halt auf Sprungreichweite logisch. Lebenserhaltung ist auf Leichtgewicht gepimpt, Sensoren ebenfalls. Der Energieverteiler, da musste ich tatsächlich was dran machen, der ist auf Grad 5 Antriebs fokussiert und dann aber trotzdem Reduktion, damit ich noch ein bisschen was rauskitzeln kann. Der Impulslaser ist einfach nur auf Leichtgewicht getrimmt. Der Kühlkörperabwurf ist so leicht
getrimmt. Das Kraftwerk ist auf Grad 4 Überladungskraftwerk und Reduktion, auch damit es, weil das ist halt nur ein 4er Kraftwerk, das war eine kleine Odyssee, kann ich nur noch erzählen. Ja, Oberflächenscanner ist natürlich auf Drohnenumfang, also gepimpt. Ja, das war's eigentlich so. Und das ergibt dann 74,18 Lichtjahre Reichweite. Das ist doch mal, und 770 umgeladen, das ist doch mal nicht schlecht. Da könnte man, wenn man es drauf anlege, richtig gut vorankommen. Wobei hier der erste Sprung ist schon 73 Lichtjahre. Ist schon mal geil. Wir haben einen Fighter dabei, zwei Buggies, riesiges Fuel Scoop, aber das haben wir in der letzten Folge schon alles eingebaut. Ja. Und das zeigt die Ingenieure, das war halt Ossi. Ich muss zu jedem fliehen. Okay, das hätte ich eh gemusst. Für die experimentellen Effekte muss man ja eh hin. Sprich, habe ich die alle, die nötige, abgeklappert. Immer musste ich noch zum Materialien tauschen, musste ich weg. Sonst konnte ich irgendwo Track Drives und irgendwas anderes konnte ich nicht machen. Dann musste ich sie erst noch tauschen. So, und dann kam die Sache mit dem Kraftwerk. Ich da mal das Remote, die Remote-Baupläne ja nicht nutzen konnte, musste ich hier mit dem großen Triebwerk noch wegfliehen. Das haben wir hier mitgekriegt in der letzten Folge. So, sprich, ich bin dann gegen Ende zu dem Ingenieur, der dieses Kraftwerk pimpen kann, und habe mir gedacht, das ist der Ingenieur, der Kraftwerke pimpt, der hat bestimmt Kraftwerke. Er hatte auch Kraftwerke, nur nicht das 4A, das ich wollte. Gott sei Dank auf dem gleichen Planet, gerade Station weiter, gab es das. Also bin ich dorthin auf die Station, hab mal das Kraftwerk gekauft. Ich konnte es hier nicht nutzen, weil das hat eine Standardfassung viel zu wenig Energie. Hab das Modul ingelagert, wieder das Originalkraftwerk eingebaut, bin wieder zum Ingenieur zurückgeflogen, hab mal das 4A-Kraftwerk liefern gelassen und hab's ingebaut und gepimpt. Das war ein bisschen Amok. Das wäre ohne deine Ingenieurs-Bug viel einfacher gang. Ich, genau, direkt auf Shinra Tessera alles mache, aber mein Gott. Ja, da war ich gestern Abend noch eine gute Zeit damit beschäftigt, und das hat man doch tatsächlich 300 Arcs von der neuen Währung hingebracht. Also einfach nur wild rumfliehe und hoffe, dass die Ingenieure funktionieren. Das war eine relativ amokmäßige Aktion. Aber hey, es hat funktioniert und ich habe ein schönes Raumschiff. Allerdings hätte ich gerne, zu gerne noch eine Lackierung davor geholt und eine Namensplakette. Nur leider, durch dieses Bug-Festival beim Update war es mir bis jetzt noch nicht möglich, Arx-Dinger zu kaufen. Das ging noch nicht. Und die, wo ich hatte, die hat nicht gereicht. Noch nicht mal für ein Namensplakett, weil irgendwie, die gab es heute wieder nur im Paket. Das ist irgendwie ganz seltsam. So, Moment, jetzt gucken wir uns erst mal an, was wir hier in dem System vorfinden. Okay, hier haben wir unsere Station Thurston Dock. Ja, okay. Sollen wir rechts hin. Dort fliehen wir hin. Und das ist dann der letzte traditionelle Stopp, bevor es rausgeht. Ja, das ist sehr ärgerlich, dass es halt mit dem Paintjob nicht geklappt hat. Aber da man das hier jetzt quasi immer machen kann, also nicht nur in irgendeiner Werkstatt, sondern direkt vom Hauptmenü aus, sobald das irgendwie funktioniert, werde ich das noch nachholen. Das gehört doch irgendwie schon dazu. Ich will ja schließlich guter Eindruck machen, wenn ich in Colonia ankomme. Wenn. Kann immer was passieren. Und wenn was passiert, dann will ich wenigstens mit Stil untergehen. Ja, Scandalenbank unter Verschluss, nicht? Ja, wenn wir dann endlich in Colonia ankommen sind, machen wir dort einfach ein paar Missionen. Das ist ja quasi eine zweite Bubble dort. Dann
können wir nochmal Regelbetrieb machen. Ich brauche unbedingt jetzt auch wieder irgendwelche Daten, also so modifizierte integrierte Firmware und gekrackte Industriefirmware und schlag mich tot Firmware. Weil da habe ich die ganze hochwertige, fast alle jetzt beim Pümpel einfach nur. Ach, die sind einfach nur weg. Die stecke im Raumschiff drin. Da, okay, gut, während wir auf Tour sind, brauche ich das eh nicht, aber das ist dann so ein schöner Job, wo wir in Kolonia dann haben. Aber das ist noch alles ferne, ferne Zukunft. Wir gucken sehr schon mal, dass wir ein bisschen außerhalb von der Bubble rauskommen. Ja, in Bezug auf Folge wird es wahrscheinlich wie bei der Ledge-Expedition laufen. Wird sich so abwechseln mit einfach live mitspringe, gucke, was man halt so findet. Ab und zu ein paar Points of Interest, wenn ich was Cooles finde und gerade nicht aufnehme. Und schließlich halt Folge, wenn wir an dem Zwischenziel sind. Gucke mal, was das dann noch wird. So, jetzt muss ich hier sogar selbst landen. Ich war allerdings so frei und habe mal für die ganze Pimperei bei den Ingenieuren hatte ich mal noch einen Landecomputer eingebaut. Das war aber dann doch ein bisschen zu doof. Aber den habe ich jetzt wieder rausgeschmissen, weil den brauche ich jetzt allerdings nicht. Wie schon erwähnt, super Großassistent hätte ich mal ganz gerne drin. Falls ich gerade nicht aufnehme und einfach nur Kilometer schrubbe, wenn ich da irgendwelche interessante Dinger zum Scannen hinfliege. Super groß und nebenbei Film gucke. Das ist so der Plan. Oh, so. Und wie man sieht, ich kann sogar boosten. Lädt sich auch ganz gut wieder auf. Das Ganze ist nicht schlecht. Auf jeden Fall weiß ich das jetzt, wenn der Energieverteiler zu niedrig ist, dann muss man dann eher springen, bevor irgendwas geht. Sonst mit der Energie sieht es gut aus, eine Feldwallungseinheit ist abgeschaltet und wir haben eigentlich Energie für den Rest. Das passt eigentlich. Oh, das war... Ja, ist okay. 5000 Meter vom Touchdown. Hab ich, Landeplatz, genau, ja, genau, ich sehe es nur nicht. Moment, wir müssen, ja, das ist in Ordnung. Landeplatz 40, ja, wo immer auch der ist. Hier, ich sehe ihn schon, sehr schön. Dann gehen wir schon mal, ja, der ist relativ... Ja, kriegen wir hin. Wenn wäre schlimm, wenn man es nur so langer Zeit nicht hinkriegen würde. Das war mal sehr gut getimt, muss ich sagen. Bin stolz auf mich. So, lade mal hier nochmal auf. Wir haben eigentlich alles, erweiterte Wartung, wir gucken mal, genau. Das werden wir noch mal sehr schön auffüllen. Ja, Drohnen, die nehmen wir natürlich kennen mit. Wir synthetisieren das. Da könnte man gerade noch sicherheitshalber gucken. Also, wenn ich synthetisieren will, FSA-Einspeisung, mir gucke mal drüber, habe ich reichlich, habe ich reichlich. Oh, ich habe 27 Polonium. Das ist ja nett. Wusste ich gar nicht. Okay, was brauchen wir dann noch? Oder was könnte man dann brauchen? Drohnen, genau. Eisen und Nickel. Och, okay, Ding. AFW-Auffrischung, das ist auch gut. Ja. Ja. Okay, gut, das ist ja alles Material, das sammelt sich schon nebenbei. Also kein Problem.
Düppel habe ich gar nicht drin. Kühlkörper wäre interessant. Oh. Einfache Leiter. Wir haben eine Leitungsvertratung, da hätte man genug. Ein bisschen wenigstens. Aber wir kommen immer an Stationen vorbei. Das ist ja nicht so schlimm. Wird auch gehen. Das wird auch gehen. Okay, sehr schön. Das sieht SAP Coalition. Was wollen wir bei SAP? Hoffentlich nichts. Okay, sehr schön, sehr schön. So, wir sind also hier. So am äußersten Rand von der Blase. Eventuell. Ja, kommt hin, oder? Und schnappen uns die erste Route. Und zwar, wie gesagt, der erste Weg raus aus der Bubble ist nicht so interessant. Da gibt es relativ wenig zu entdecken, denke ich. Also Neues. Da raschen wir einfach mal durch. Und dann geht's richtig los. So, Moment. Die Sternkarte müssen wir noch umstellen. Auf Sternklasse. Wir wollen alles aktiv haben. Sehr schön. Okay. Dann kann es wohl losgehen. Also, richtig. Aus der Bubble raus. Into the Black. Oder Into the Void. Je nachdem, wie man es gerne hätte. Vergessen, fleißig Bilder schießen. Diese Richtung eher. Ich hoffe, dass das Programm im Hintergrund das alles macht. Gut. Schiff scannen. Genau, scannt mich nochmal. Ist recht. So, cool, der Mond hier. Oder Planet. Was ist es denn eigentlich? Planet. Nice. Gut. Wir aktivieren den Frameshift Drive. Fliegen direkt mal OLG-Stern an. Und der erste Sprung. Also der erste wirkliche Sprung. Das andere war ja quasi nur Innerverkehr von Stadt zu Stadt. Jetzt fahren wir aufs Land. Das könnte doch eventuell was Dings sind, was terraformierbar ist, aber ich bin mal gar nicht sicher, ob ich mir das jetzt angucken will. Das ist ja alles noch quasi in der Umgebung. Das interessiert mich ja nicht wirklich. Wie viele Sprünge hätte man eigentlich? 12, ja, okay, gut. Und, was war da? Nö, alles gut. Alles gut. Wir fliegen einfach mal weiter, wir haben gehonkt. Ein Titauri-Stern. So, gut, da müssen wir dann aufpassen. Titauri kann man nicht tanken. Und ich will halt absichtlich, ist hier erstmal alle Sternklasse aktiviert oder so. Wobei Titauri ja eigentlich nicht so interessantes, aber man weiß es nicht. Also quasi.
quasi richtig interessant, wird es ja erst dann, wenn wir an Systeme kommen, in dem es keine Signalquelle mehr, also keine, Signalquelle gibt. Ihr wisst schon. Zum Beispiel so ein System, wo einfach nur nicht erforschte Systeme und keine hochgradige Signalquelle oder degradierte Emissionen und so ein paar Scherze. Dann ist man eigentlich erst richtig draus. Okay, Terminations 2. Oh, Hauvelandbausystem. Hier ist einiges. Okay. Ist auf den ersten Blick nichts Überragendes. Aber ich sehe schon ein bisschen Landgewinne. M-Stern incoming. Ich hoffe, dass mein Edi Discovery im Hintergrund das alles wieder schön mitschneidet. Beziehungsweise mitlockt. Gibt auf die Elite Dangerous Star Map dann immer so schöne Statistiken. Hier Treibstoff mitnehmen. Das fühlt sich übelst geil. Geil, wir wären nicht. Wir haben mal zumindest an dem Stern als 65% und haben so die Masse an Treibstoff drin gepumpt. Das ist cool. Gefällt mir. Ist doch schon sehr, sehr hitzeunempfindlich, so Anaconda. Ist geil. Würde ich mal gerne wissen, wie viel GD er hat. Mir scannen mal. Ich will einfach nur wissen, wie viel GD er hat. Bei dem Thema hitzeempfindlich, mir hat doch mal. Das ist schon ein paar Folge her. Mit der Orca. Ein paar Missionen gemacht, so ein bisschen aus der Bubble raus für Passagiere. Und die war doch immer so verteufelt heiß vor an der Sterne, wenn ich aufgetankt habe. Weil ich immer gesagt, ich will was machen. Oder wollte ich das gesagt? Auf jeden Fall habe ich was gemacht. Ich habe da heute mal noch gar keine Folge drüber gemacht. Ich habe das Ding nur gepimpt. Und zwar eher. Auch vor allem beim Triebwerk gibt es so eine Modifikation, die auch ein bisschen die Antriebsstärke erhöht, aber vor allem die Wärmeerzeugung ein bisschen hindert. Also das Ding läuft dann einfach kühler. Und da habe ich noch bei irgendwas anderem, ich glaube beim Kraftwerk habe ich auch sowas gemacht. Ich habe ein höheres Kraftwerk hingebaut, dass es nicht so viel Wärme ausstößt und das hat richtig was gebrungen. Also kann ich jetzt saudicht am Stern vorbeifliegen, kann boosten, das macht dem überhaupt nichts. Also das ist richtig geil. Was man auch selbst bei Schiffen, die generell ein bisschen heißer wäre, mit so Ingenieurmodifikationen noch rausreisen kann. Das ist richtig cool. So, gucken wir einfach mal. Würde mich mal interessieren. Ach, 0,36 hat der hat jetzt größer ausgesehen als er ist. So, und den Sprung machen wir noch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder beim ersten Zwischensystem. Gucken, was dabei rauskommt. Also ich erwarte jetzt bis zum ersten Zwischenziel nichts Neues entdecke. Aber dann, wenn man so ein bisschen von der Ekliptik abweiche, ich hoffe es, dass man dann schon was finde. Das wäre nämlich geil.
hoffe auch, dass die Sprünge klappen, weil ich bin zuletzt noch ein paar Mal rausgeflogen. Treibstoff geschlappert. Und dann würde ich sagen, hier kleiner Cut, beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin dann, bye bye.